Dann möchte ich bitten, Frau Schulz, wenn Sie ein Wort an uns richten möchten, sind Sie gerne eingeladen. Ja, meine Damen und Herren, das tue ich natürlich recht gerne. Ich grüße aus der Stadt Wuppertal und freue mich, wieder hier zu sein. Ich war schon einige Male bei Ihnen und bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich Jahr für Jahr hier treffen, in Gedenken an die verlorene Heimat, in Gedenken an viele Menschen, die umgekommen sind, in Gedenken und auch in die Hoffnung an eine Zukunft, wie eben gesagt wurde, in Frieden und Freiheit. Wenn man die Heimat verloren hat, wie Sie oder Ihre Vorfahren, und dann nach so vielen Jahren immer noch einmal im Jahr sich hier trifft, gilt es nicht nur, denen zu danken, die dieses große Fest, wenn ich es in Anführungsstrichen so sagen darf, oder dieses große Treffen organisieren. Dazu gehört viel, viel Arbeit und Organisationstalent, sondern es gilt auch darum, darüber nachzudenken, was sie dazu bringt, dass sie jedes Jahr kommen. Denn Heimat zu verlieren heißt, Wurzeln zu verlieren. Heimat zu verlieren heißt, dass man nie vergisst, woher man gekommen ist. Das können ganz banale Dinge sein, wie Gerüche, wie Menschen, wie Gebäude. Es wird immer wieder Ereignisse im Leben geben, wo man erinnert wird an die Heimat. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich trifft, dass die Menschen, die vertrieben wurden und geflüchtet sind, sich einmal im Jahr hier treffen, sich austauschen können, weil sie eine gemeinsame Geschichte verbindet. Gemeinschaft macht in diesem Zusammenhang stark und gibt Kraft, denn vieles, was sie seit über 60 Jahren Flucht und Vertreibung erleben mussten und erlebt haben, in ein völlig zerstörtes Land zu kommen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen, sich sozial und kulturell zu integrieren und trotzdem die Wurzeln nicht zu verlieren, die kulturellen Wurzeln zu behalten und hochzuhalten, die Menschen, die sie geliebt haben, die sie verloren haben, zu betrauern, aber auch in die Zukunft zu sehen, dass sich solche Kriege, solche Ereignisse nie mehr wiederholen. Wir alle wissen, dass in dieser aktuellen Welt viele, viele Kriege täglich stattfinden, von denen wir gar nichts erfahren. Dass Vertreibung und Flucht nicht ein nur deutsches Thema ist, sondern alle Menschen auf der Welt betrifft, weil immer wieder Kriege stattfinden. Und deshalb befürchte ich, dass die Menschen sich schwer tun, aus der Geschichte zu lernen. Auch deshalb ist dieses Treffen von Ihnen sehr, sehr wichtig, weil Sie als Betroffene am Eigenleib erfahren haben, wie dramatisch das Leben verlaufen kann, wenn man so ein Schicksal hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung und ich wünsche, dass auch nächstes Jahr dieses Treffen hier wieder stattfinden kann. Vielen Dank.